Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Unsere ersten drei Weizenfelder und die Mühle sind gesetzt. Ob das dauerhaft hier so stehen bleibt, da bin ich noch nicht so ganz sicher. Aber für den Moment und für die ersten paar Ernten würde ich sagen, können wir das so lassen. Waffenwerkbank steht drin. Da habe ich auch die letzte Folge frisch gelernte Muskete schon einmal gebaut. Auch wenn wir noch selber keine Munition herstellen können, weil uns ja noch Schwefel fehlt. Weil wir haben ja einiges an Munition schon von den Wilderern gelootet. Hier über 100 Schuss. Ich würde sagen, zum Testen ist das auf jeden Fall genug. Das nächste, was wir jetzt noch bauen, ist die Metallrüstung. Dann haben wir auch endlich mal eine bessere persönliche Ausrüstung. Hoffe ich doch, dass die ein bisschen mehr bringt als die legendäre Stoffrüstung, weil die hat ja wirklich gar nichts rausgerissen. Okay, das dauert gleich wieder mal eine Weile. Komm mal her, wo ist unser super Handwerker? Hier, du kannst gleich mal mithelfen. Lieben, und dann ist heute großer Boss-Arena-Tag. Ich möchte einmal rüber zu dem Panking. Auch wenn wir den schon aus dem Ei ausgebrütet haben und der ja auch jetzt nur noch Level 15 ist, will ich den einmal probieren und als zweites dann gleich rüber zu dem Samurai-Boss und den auch mal versuchen. Genug Sphären sollten wir haben. Wir können vielleicht auch gleich noch ein paar mehr herstellen. Wobei die Metallrüstung jetzt, glaube ich, unseren ganzen Vorrat gerade an Metallbarren verbraucht hat. Gucken wir mal, dass wir uns vielleicht noch ein paar Gigasphären zumindest herstellen. Und dann können wir uns auch gleich mal unseren neuen Flieger angucken. Und einmal rüber zum Panking zuerst. Und dann, wie gesagt, versuchen wir... Ach doch, guck mal hier, 5 Stück können wir noch machen. Kannst eigentlich gleich draußen bleiben, hilf nochmal mit. Und dann können wir gucken, ob wir diesen Samurai-Boss schaffen. Er sieht auf dem Bild schon so, so cool aus, gefällt mir richtig. So, also einmal das und die Rüstung gleich mal anziehen. Mal gucken, wie sie überhaupt aussieht. Da können wir noch unsere Stoffklamotten oben in den Schrank schmeißen bei uns, wo die ganze Ausrüstung drin ist, die alten Sachen. Und dann nehmen wir unseren Vogel, fliegen einmal rüber zum Panking und riskieren das mal. Pals haben wir gute dabei, den behalten wir auf jeden Fall dabei. Dann haben wir unseren Feuerpal dabei, den Wasserboss, den Vogel und unseren Wolf nehmen wir mit. So, super. Dankeschön. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 160 normale, 78 Megasphären, 17 Gigasphären, Metall 70. Das ist doch mal ein Unterschied. Und plus 250 Lebenspunkte im Vergleich zu 15 Rüstungen. Und die sieht aber richtig gut aus. Gefällt mir. Und die Muskete habe ich mir eigentlich auch noch gar nicht angeguckt. Ne? Lass mal gucken, wie die Muskete auch gleich dazu aussieht. Ich schätze mal, die hat noch eine längere Nachladezeit als die Armbrust, aber hoffentlich dann dementsprechend... Habe ich gar nicht drauf geachtet. 1000 Angriff, Leute, im Vergleich zu 280. Okay, ich würde sagen, jetzt haben wir mal wirklich unsere persönliche Ausrüstung verbessert. Die Rüstung ist ja mal richtig cool. Die ist ja mal richtig cool, auch mit dem kleinen Brustteil, dass es so ein bisschen leuchtet. Gefällt mir sehr gut. So, ab nach oben. Hier habe ich auch schon mal ein bisschen was gemacht. Ein paar Zwischenwände eingezogen, dass wir hier später auch vernünftig das irgendwie einrichten können mit mehreren Räumen. Hier ist schon mal so der kleine Schlafbereich. Ob das so bleibt, weiß ich auch. Wie kommt hier oben Weizen rein? Und Holz. Wie schaffen die das dann hier oben, das reinzuschleppen? Ich habe noch nie ein Pal ins Haus gehen sehen. Aber irgendwie haben sie es hier oben in den Schrank gekriegt. Alles klar. So, einmal runter. Ach ja, Lieben, und wie ihr seht, hier hat sich auch so ein ganz bisschen was getan. Zumindest mal zwei Teppiche und die alten Strohpalbetten gegen die schöneren Betten ausgetauscht. So, lass mal kurz gucken, dass wir alles rausschmeißen, was wir nicht... 48 Weizen haben die schon geerntet. Das geht ja richtig gut. Wie sieht es hier sonst aus? Hier schmeißen auch schon wieder die Sachen rein, die da nicht rein sollen. Guck mal, und 173 Bärchen auch schon wieder. Achso, und auf den Weiden habe ich jetzt auch mal hier unsere Wollipops raufgepackt, weil da kam von euch die Info rein, dass diese Zuckerwatte echt gut ist für die geistige Gesundheit der Pals. Deswegen produzieren wir jetzt auch mal ein bisschen Zuckerwatte. Noch läuft die Produktion nicht so gut, aber wir haben ja auch gerade erst angefangen. So, alles klar, Leute. Ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir brauchen und können uns sofort auf den Weg machen. Einmal unseren neuen Vogel gleich angucken hier. Ja, ein bisschen schneller, würde ich sagen, vom Gefühl her schon mal als der Nightwing. Nicht super viel schneller, aber zumindest ein bisschen. So, guck mal da oben, da wo diese Steinsäulen sind, da sieht man schon, da ist so eine Bosskampfarena. Das heißt, das ist auch kein Map-Boss, der einfach so frei rumläuft. Sondern der hat auch seine eigene kleine Arena. Und da gehen wir jetzt als erstes mal rein und gucken, ob wir schaffen, den zu holen. Der hat ja nur Level 15. Eigentlich sollten wir jetzt mittlerweile schon vom Level so gut sein, dass wir mit dem nicht mehr so wirklich große Schwierigkeiten haben. Komm mal her. Als erstes würde ich sagen, nehmen wir auch den mit rein in den Kampf. So, Sphäre des Eisvogels. Boss Level 15. Dungeon betreten. Aber sowas von. Auf geht's. Hallo? Boss? Ah! Boss! Ich muss sagen, kein Boss da. Und er hat kleine Minions. Eieieiei! 700 Schaden! Oh, 1500 Schaden. Oh, okay, aber die hauen aber auch ganz schön rein für Level 15.
Und die Kleinen sind ja nicht mal so hoch vom Level. Haben wir nachgeladen? Nee, wir müssen aufpassen jetzt hier. Oh, wow, 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 wow. Okay, das Nachladen ist kritisch. Wenn man die ganze Zeit beschossen wird. Unser Schild ist schon runter, Leute. Wow. Wow. Wir müssen mal ein Vieh rausschmeißen damit. Oh Gott, da ist der Große. Okay, so viel dazu. Der dürfte nicht so schwer sein mit Level 15. Von wegen. Unser Vieh schon mal gleich eingefroren. Vielleicht liegt es auch an der Muskete wegen der Nachladezeit jetzt gerade. Rums. Aber macht aber trotzdem Laune. Wen habe ich denn rausgeschmissen? Ich habe das falsche Vieh rausgeschmissen. Der soll doch kämpfen, nicht der Feuer. Der soll kämpfen. Autsch. So, die Kleinen haben wir. Ich glaube, oh, der macht ordentlich. Oh, der macht Schaden. Unser Pell. Wir müssen aufpassen, dass er nicht gleich umhaut. Komm mal her, lieber. Zur Sicherheit. Oh, wow, 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 wow. Aber ist der nur mal größer als der, den wir aus dem Ei ausgebrüht haben? Der kommt mir viel riesiger vor. Ich glaube, wir schalten mal auf die Armbrust um. Nur zur Sicherheit. Oh, nur zur Sicherheit. Wieder den Schild weg. 129. Ja, ich glaube, wir riskieren es mal. Mit, aber erstmal mit so einer grünen hier. Komm mal her. Der ist größer als der, den wir haben, sage ich. Oh, wei. Nein, nicht. Komm her. Du haust den um. Nein, ich drück doch Q. Was hat er denn? Warum schmeißt er nicht die Viecher raus? Ah. Kleiner Moment der Panik. Aber wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn. Motivationscoach. Panking. Level 15. Okay, der war auf jeden Fall größer, würde ich sagen, als der, den wir aus dem Ei ausgebrütet haben. Und hat ganz schön Schaden gemacht. Dafür ist er Level 15 war und auch die Kleinen. Auch die Rüstung gut runtergeballert. Ist aber noch alles in Ordnung. Ah, die Muskete ist ja super. Die Nachladezeit ist natürlich echt extrem. Aber der Schaden dafür auch. Gefällt mir. Okay, das ging schon mal gut. Aber da habe ich jetzt auch, eigentlich habe ich sogar noch weniger, dass es weniger gefährlich wird, als jetzt es geworden ist, erwartet bei Level 15. Ach, guck mal. In einer Stunde kann man den schon wieder machen. Wie gut. Okay, warte mal, ihr habt noch irgendwo hier einen Teleporter. Nee, ich will eigentlich aber gar nicht so viele Teleporter benutzen, weil beim über die Karte... Sieht das hier schön aus. Soll das das Salzgestein? Abbauen können wir es nicht, aber, ne, oder? Nee. Kleine Steintreppe hier. So, aber eigentlich will ich gar nicht so viel mit den Teleportern... Oder die nicht so viel benutzen, weil man ja beim Rumlaufen auf der Karte immer so viele schöne Sachen nebenbei noch entdeckt. Schatzkisten... Paleier. Aber gut, weil der Weg jetzt relativ weit ist, porten wir uns trotzdem mal. Ich glaube, das war hier, ein Eingang zur Klamm irgendwo. Und dann ein Stück von da nach oben. Ah, guck mal, hier ist doch schon eine. Schatzkiste. Schatzkiste ist immer gern gesehen. Hallo, Schatz. 535 Goldmünzen in einer... Oh, hallo. 535 in einer Kiste. So viel Gold haben wir noch nie in einer Kiste gefunden. So, und das war doch dann irgendwie... Oh, da haben wir auch wieder nochmal... Ach, guck mal, habt ihr Gewehre dabei? Dann würde ich von euch nochmal ein bisschen Munition mitnehmen, gerade bei der Gelegenheit. Wenn ihr zufällig ein bisschen einfache Muni fallen lasst, sagen wir nicht nein. Zack. Oh, guck mal, hier liegt doch noch eine Megasphäre rum. Nehmen wir doch auch gleich mal mit. Hey, wo willst du hin? Hier geblieben. Oh, guck mal, unsere Armbrust gegen die haut es aber auch schon richtig rein. Über 400 Schaden, fast 500 gerade eben. So, zack, zack, zack. Minderwertige Munition. Naja, zumindest nochmal 4 Schuss mehr. Jetzt haben wir die Wölfe an der Backe, ne? Oh, hier geht's doch. Hier haben wir gleich die nächste Horde. Nehmen wir auch mit. Ach, guck mal, die kämpfen sogar gegeneinander, die ganzen Fraktionen hier. Wilderer gegen die Liga der Palfreunde. Da sind sie wieder. Unsere Palfreunde Gütersloh. Autsch! Rams, schmeißt ihr zufällig auch noch mal ein bisschen minderwertige Munition weg? Wir würden sie nehmen. Zack. Oh, ich glaube, da kommt noch ein Vogel an. So eine Wyvern, die wollen wir jetzt nicht haben. Oh, da wären Dungeon, Leute. Oh, da wäre ein erster Dungeon. Müssen wir noch gleich. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Ja, hier müssen wir lang. Aber wenn der gleich noch da ist, Leute. Also, wenn wir jetzt hier, je nachdem, wie lange der Kampf hier gegen. Oh, wei, alles voller Viecher. Wo war? Oh, wir hätten sogar noch näher ranreisen können. Okay. Wow, hier ist ja alles voll mit denen. Ja, da oben, da stehen die Steinsäulen. Da müssen wir hin. So, nachgeladen ist, ne? Zeig mal her. Ja, Musket ist nachgeladen. Ganz ruhig, alles gut. Sphäre des Schwertmeisters. Oh! Können wir nicht zwei Bosse nacheinander machen? Das ist ja schade. Kann man nicht in zwei Arenen nacheinander rein? Das ist derselbe Timer wie drüben.
Oh, das ist ja schade. Oh Mann, hätte ich das gewusst, wären wir zuerst hierher gegangen. Ah, das ist ja doof. Wieso machen die denn sowas? Wieso gilt denn das? Wieso gilt denn, wenn man in einer Arena war, erstmal ein Timer für alle anscheinend? Oh, das ist ja jetzt gerade mal eine schwere Enttäuschung, Leute. 46 Minuten müssen wir warten, bis wir den nochmal, also bis wir nochmal in der Arena können. Wieso blockiert denn ein Kampf alles? Oh, das müssen sie aber nochmal ändern. Das müssen sie aber ändern. Warum können wir denn hier nicht rein? Oh, hätte ich das gewusst, Leute. Oh, da hätte ich das gewusst. Dann wären wir, hätten wir den Panking gelassen und wären erstmal hier. Was bist... Ach, das ist ein Surfend. Oh, jetzt haben wir die ganzen Viecher an der Backe. Oh, nee. Aber gut, dann können wir gucken. Wir hatten ja jetzt eben gerade hier, wo waren das? Den Höhleneingang. Dann gehen wir da rein. Ist das schade. Wieso blockiert den... Das ist aber... Das müssen sie auf jeden Fall ändern. Dann kann man ja... Naja, gut. Können wir jetzt nicht ändern, Leute. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass eine Arena alles blockiert. So, waren... Ah, hier. Okay, dann gucken wir mal hier. Gehen wir mal in unseren ersten Dungeon. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Höhle der tiefen Klamm. Ach, da gibt's auch... Ach, oh, diese Dungeons haben auch einen Boss. Boss Level 19. Okay, dann machen wir das so. Ich bin überall fleißig nachgeladen. Komm mal her, wir wollen uns jetzt nicht mit denen anlegen. Wir gehen jetzt rein. Alles klar, dann Dungeon betreten. Oh, schade. Das ist ja echt... Okay, Leute, dafür dann unser erster Dungeon. Ich bin gespannt. Dann mach... Hallo? Oh, Level 12 hier drin. Oh, die ist auch heftig. Die gefällt mir richtig gut. Die rumpst ja mal sowas von rein. Oh, 1300 Schaden. Das ist nicht die Muskete, das ist die Muskete. Ein Schuss auf den Kopf und die Birne ist Mus. Oh, warte mal hier. Schwefel. Stimmt, habt ihr ja gesagt, in den Dungeons gibt es Schwefel. Oh, hier wird schon wieder überall fleißig durchgeladen. Mal gucken, so viel Gewicht können wir nicht schleppen, aber dann nehmen wir zumindest mal was mit. Holzkohle habe ich schon einiges durchlaufen lassen, dann können wir uns selber Munition für die Muskete herstellen. Und wir kriegen ja nebenbei auch immer was von den Wilderern hier. Oh, Vielleicht schießen wir mal ein bisschen mit der Armbrust, dann sparen wir noch ein bisschen Munition und sammeln erstmal nur welche. Was ist das? Das ist, glaube ich, normales Erz, ne? Oh, gefällt mir aber jetzt schon der Dungeon hier von der Aufmachung. Ja, mit den leuchtenden Pilzen, wie das Licht von oben reinfällt, das Wasser hier unten drin, wie das so ein bisschen schimmert. Hat was. Trotzdem finde ich sehr schade, dass wir jetzt nicht den Samurai-Boss machen konnten. Ah. Also sowas muss man halt, ne? Wie soll ich das auch vorher wissen, dass das da die andere Arena mit blockiert? Ah, ist das cool. Und wir haben Schwefel schon mal gefunden. Ist also auch super. Trotzdem hätte ich lieber gegen den Samurai-Boss gekämpft. Aber gut, er läuft uns ja nicht weg. Müssen wir halt einen Moment warten. Können wir ihn erst in der nächsten Folge angehen. Aber da werden wir dann sofort angehen. Bevor ich in irgendeine andere Arena reingehe oder in irgendeine Dungeon, wird dann der Samurai-Boss gemacht. So, lass mal gucken. Kann man die eigentlich einsammeln? Nee, ne? Schade. Aber gefällt mir. Gefällt mir gut. Scheint auch nur einen Weg zu geben. Dann gehen wir mal da weiter. Oh. Ist das schon hier der Bosskampf? So, schon wieder so eine kleine Arena hier. Oder? Boah, was war das? Sind wir selber nur ins Wasser gestiefelt mit einem Fuß? Kann auch sein. So, drei Wege. Ich würde sagen... Oh, da ist schon was los. Ich würde sagen, gehen wir erstmal da lang, wo was los ist. Links, rechts, ab durch die Mitte. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Oh, das sieht ja auch cool aus hier. Noch mehr leuchtende Pflanzen. Hoffentlich gibt es dafür auch ein Deko-Set. Wenn nicht, liebe Entwickler, dann bitte auch ein Deko-Set. Ich sehe es jetzt schon vor meinem Augen hier. Ein schönes Deko-Set mit leuchtenden Höhlenpflanzen. Bei uns an der Basis. Zack. Roms, weg bist du. Gib uns die Muni. Das. Ach, da ist mal ein Dings. Da sind mal ein paar Pals drin. Ich weiß, da gibt es gar keine Pals in den Höhlen. Also das gefällt mir richtig gut hier. Schön gemacht auf jeden Fall. So, weiter geht's. Nee, scheint alles voller Wilderer hier drin zu sein. Vielleicht haben die sich auch schon alle Pals geholt. So kriegen wir auf jeden Fall nochmal schön ein bisschen Munition wieder zusammen. Ist doch auch super. Und Schwefel haben wir auch schon. Und naja, den Panking haben wir. Und hier drin gibt es ja auch noch einen Boss. Oh, was? Wo willst du denn hin?
Und man merkt auf jeden Fall, die Rüstung ist besser als... Also ein ganz großer Unterschied ist das jetzt schon. Und sieht auch einfach super aus. Halt, wo kommst du denn neuer? Roms, Wegbisse. Minderwertige Munition, nochmal 5 Schuss dazu. Da blinkt was, das ist glaube ich wieder normales Erz, ne? Da geht's nicht rum, so wie es aussieht. Gehen wir mal oben rauf. Oder gehen wir mal wieder runter, weil da eine Truhe steht. Zack. Na, guck mal hier, 69 Münzen. Das ist, was wir normalerweise so ungefähr aus Truhen kriegen. Nicht über 500. Das war eine richtig schöne Truhe da draußen mit über 500 Münzen. So, scheint aber eine Sackgasse hier zu sein, ne? Dann... Einmal wieder zurück. Können wir hier drin eigentlich auch die Tierchen nutzen? Bestimmt, ne? Ach, wie angenehm. Okay, einmal zurück. Die finde ich cool hier. Ich hoffe, da gibt es auch ein Deko-Set für. Für Höhlenpflanzen. So, dann einmal auf die andere Seite rüber. Ah, ja, aber wenigstens mal wieder ein Pal. Ein Daydream. Level 14. Halt, schalten wir auf jeden Fall auf die normalen Sphären um. Für den reichen auch die normalen Sphären. Vorsicht. Zock. 7% nur mit einer normalen Sphäre. Okay. Mal gucken. Vielleicht, weil es ein Höhlenpal ist, sind die stärker? Ja. Ich will nicht nochmal drauf schießen, dann haben wir immer einen Haufen geschossen. Das muss jetzt so klappen. Wir haben ja genug. Wir können ja ein paar Mal werfen. Ja. Beim nächsten Mal bist du jetzt gefangen. Komm schon. Noch. Nein. Okay, kommt nicht über 50%. Müssen wir echt eine Megasphäre auf dich werfen? Kleines Daydream? Kann doch nicht sein. Auch wenn du Level 14 bist. Wir haben auch draußen schon welche mit höherem Level gesehen, meine ich. Und gefangen. Ha! Super, haben wir. Okay. Wir sind von da reingekommen. Naja. Ah, super, nochmal ein zweites Schwefelvorkommen. Solange wir noch was tragen können, nehmen wir es auf jeden Fall alles. Oh, guck mal, wir können noch gut was tragen. Nehmen wir das alles mit. Dass wir uns Schießpulver herstellen können. Und dann brauchen wir wahrscheinlich auch jede Menge Metall noch für die Munitionsherstellung. Aber auf jeden Fall haben wir dann schon mal Schwefel fürs Schießpulver. Zap, super. Das ist Metall. Das ist Kohle. Jupp, Steinkohle. Nehmen wir auch nochmal mit. Ist bestimmt besser als unsere selbst hergestellte Holzkohle. Bestimmt effektiver. Solange wir, wie gesagt, noch was tragen können, nehmen wir mit. Wobei, ja, wer weiß, was wir am Ende noch hier bekommen, wenn wir noch ein paar Truhen finden. Da liegt ein Fadler, Level 15. 3700 gegen das arme schlafende Pell. Ich liebe die Muskete. Ich liebe sie jetzt schon sowas von. Einfach super Waffe. Und das Nachladen ist auch richtig schön gemacht. Die Animation gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, geht's hier noch irgendwo weiter? Oh, guck mal hier, diese Feuerschalen. Die sehen auch schön aus. Besser als unsere einfachen Standfackeln. So. Was ist das da? Ah, da sah es kurz aus, wenn da irgendwas grün geschimmert hat hier oben. Aber doch nicht. Okay, ich glaube hier... Ist auch schon wieder Sackgasse. Dann bleibt nur noch ab durch die Mitte. Oh, nichts versteckt. Okay. Alles klar. Wolfi, komm her hier. Wo willst du hin? Hier, ja, zu uns. Zack. Haben wir nachgeladen. Armbrust ist nicht nachgeladen. Lad die Armbrust nach. Muskete ist nachgeladen. So, Moment. Wir sind jetzt rechts gewesen. Also müssen wir hier weiter. Oh, das sieht gut aus, Leute, hier. Diese ganz kleinen Glühwürmchen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut, die Dungeons. Beziehungsweise unser erster Dungeon. Gefällt mir schon mal. Und hier auch, die sind auch richtig schön. Hoffentlich kriegen wir solche auch. Was? Och, die schlafen auch. Ist draußen dunkel mittlerweile. Dann pennen die alle. Warte mal, nimm mal die Armbrust für die. Level 14. Wupp. Ja, so geht's natürlich auch, wenn die sich mal eben pofen legen. Wollen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht auch irgendwo noch ein paar Schatzkisten versteckte finden können. Wer schnarcht hier? Nox! Oh, guck mal, was wir einmal aus dem Käfig bekommen haben. Die gibt's hier. Ich hoffe, die schießen wir nicht auch gleich über den Haufen. Schießen wir vorsichtig am Hintern. Okay, hat schon mal geklappt.
Oh, die werden wir auf jeden Fall versuchen mitzunehmen. Da habe ich jetzt einmal einen aus dem Wilderer-Käfig befreit. Ich will die nicht über den Haufen schießen. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Lauf, 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 lauf. Ich will nicht aus dem über den Haufen schießen. Okay, ich glaube, wir... Autsch, die tun ja richtig weh, die Kleinen. Ich glaube, wir nehmen doch mal ein paar von unseren Megasphären. Wofür haben wir sie? Selbst da kommt doch noch mal raus. Der auch. Ha, oh, aua. Ganzer Schild weg. Hartnäckig für so ein kleiner, für so ein kleines Viech. Für so einen kleinen... Was auch immer. Katzenfuchs. So, okay, haben wir. Oder auch noch mal... Hier, komm, nehmen wir mit. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alle Höhlenpals mit, die wir hier finden. Nee. Roms. Vorsicht, ich liebe einen gegen Fuß. Sonst ist er gleich weg. Ach, war ja noch auf. Nee, egal. Wir haben genug davon und wir können sie herstellen. Dö, 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 dö. Von wo sind wir jetzt hier reingekommen? Von da oder ich glaube von da hinten. Gehen wir mal hier weiter. Oh, gefällt mir, Leute. Gefällt mir auch hier. Mit den Pilzen unter Wasser. Kommt da nicht rüber. Hallo, Schatzkisten. Wer schnarcht hier? Ach du. Ja, schlaf dich mal richtig aus für länger. Palsphäre, minderwertige Munition, 93 Goldmünzen, auch wieder nicht so schlecht. Und nochmal eine Megasphäre. Komm mal her, gucken wir noch einmal oben, was wir da, upsala, was wir da so haben. Na komm, rauf hier. Ich höre noch was schnarchen, hier schnarcht doch noch. Hier haben wir nochmal Holzkohle. Aber wir sind jetzt schon fast überladen, den lassen wir erstmal. Hauptsache wir haben Schwefel, Steinkohle, nicht Holzkohle. Hauptsache wir haben erstmal Schwefel. Ach, da ist noch ein Dings. Und der sich denn versteckt. Der hat da irgendwo im Stein drin gehangen. Wupp. Haben wir den auch. Ah, da oben. Ah, Leute, jetzt überlege ich gerade. Schmeißen wir die... Schmeißen wir... Guck mal, das können wir schon mal gleich entsorgen hier. Weg damit. Weg damit. Was haben wir denn hier? Panking Federschmuck. Oh, wie cool. Haben wir auch noch nie gefunden. Wir haben ja Holzkohle. Die ist vielleicht nicht so lange nicht so effektiv, aber die geht auch für die Schießpulverherstellung. Schmeiß raus. Wir holen lieber noch mehr Schwefel. Gerade mal spontan entschieden. Wir nehmen lieber so viel wie möglich Schwefel mit. Auch wenn die Holzkohle, wie gesagt, nicht so effektiv ist, ist egal. Weil davon haben wir trotzdem jede Menge. Das müsste also passen. Dann nehmen wir lieber mehr Schwefel mit, um gleich deutlich mehr Schießpulver herstellen zu können. So. So. Ja, kriegen wir, glaube ich, komplett abgebaut. Ne? Sieht gut aus. Dürfte alles noch reinpassen. Super, wie viel haben wir jetzt? 120 Schwefel. Das ist doch ordentlich. Komm hierher, hau nicht wieder ab. So. Ansonsten scheint das hier aber auch wieder eine Sackgasse zu sein. Ne? Okay, also. Einmal zurück. Und dann... Oh. Oh. Oh, das ist ja wirklich ein bisschen... Jetzt kommt... Ist ja auch ein bisschen wie bei den Dungeons in Ark. Bisschen zu weit reingelaufen. Schon spawnen hinter dir die Viecher wieder neu. Was haben wir da? Mau. Mau nehmen wir auch mit, wenn wir sie kriegen. Bleibst du hier? Warum gehst du jetzt auf mich los? Aua, die anderen habe ich zuerst angegriffen. Dö. Gib mir deine Munition. Ah, wir haben es geschafft. Ein Mau gefangen. Wie gut. Und da rennen die... Warte mal, sind wir jetzt zu weit zurück? Irgendwo konnte man noch mal abbiegen. Nee, Moment, das muss weiter hinten gewesen sein dann. Ich konnte noch immer noch mal links, rechts durchs Wasser. Lauf durch, ich will doch gar nichts von euch. Ah ja, hier sind wir richtig. Ja, so, nachgeladen. Mal kurz gucken, das ist nachgeladen. Oh Leute, das gefällt mir sehr gut. Die sind ja auch irgendwie zufällig generiert, die Dungeons hier. Und die sehen wohl immer ein bisschen unterschiedlich aus. Die können auch ähnlich wohl sein, aber die sehen wohl auch, können halt auch sehr, sehr... Was haben wir da? Ein Kelpsi. Aber ein Riesen-Kelpsi. Ein Kelpsi-Boss, Level 9. Oh, wie cool.
Da haben wir sowieso erst einen einzigen von gefangen, von den kleinen. Können wir die eigentlich von hier schon anvisieren? Diese Flinte. Diese Flinte. Oh, nee, 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 nee. Nein, 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 nicht runterfallen hier. Oh, nicht nachgeladen, nicht nachgeladen. Oh, au, au. Okay, ouch. Oh, die machen auf jeden Fall auch richtig Schaden. Oh, nicht irgendwo hängen bleiben jetzt. Keine Ausdauer, keine Ausdauer, keine Ausdauer. Ist immer schlecht. Laufen, 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 laufen. Bleib in Bewegung. Oh, das ist aber... Oh, das finde ich aber cool. Dass die normalen Viecher, dass es die auch als Bosse hier geben kann. Dass sie dann auch eine Ecke größer sind. Gefällt mir schon mal super. Das rumst so herrlich. Oh, das hat aber auch richtig gerumst. Guck. Oh, wow. Lad nach jetzt, Jung. Oh, den kleinen Hammer. Okay, brauchen wir uns nur noch um den großen kümmern. Halbe Lebensenergie schon weg, Leute. Schild auch schon runtergeschossen. Mal kurz warten, dass er sich regeneriert. Lad mal jetzt nach hier in Ruhe, bevor der uns erwischt. Weißt du was, schmeiß doch mal ein Vieh raus, der uns helfen kann. Der ihn vielleicht ein bisschen ablenkt. Oh cool, unser Dings macht einen Flammenwerfer hier, unser Vögelchen. Ist zwar wahrscheinlich nicht so gut gegen das Wasservieh, aber... Zum Ablenken reicht's, dass er nicht die ganze Zeit auf uns losgeht. Außerdem lieber erstmal hier ein Vieh, was vom Schaden nicht so viel macht, dass es übersichtlicher bleibt, dass wir dann auch den auf keinen Fall aussehen über den Haufen schießen. Der ist auch so süß, ne? Oh, 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 extra süß, weil er extra groß ist. Autsch! Und auch mal extra fies mit seinen Angriffen. Komm, lad nach. 175. Au, nee, nee, ah. Das war vielleicht ein bisschen zu früh, das Vieh eingepackt. Okay, okay, okay. Erstmal ein bisschen in Deckung bleiben. Nein! Ach, schade. Das wäre so gut gewesen. Man hätte mal weit genug runtergeschossen, sage ich. Jetzt müssen wir aufpassen. Müssen wir sehr aufpassen. Unser Vogel hängt da oben fest. Komm raus da. Wo ist das Capsi? Da hinten. Gleich ein Gigaball drauf. Komm schon, komm schon. Nein! Noch ein Gigaball drauf. Wenn uns noch einmal mit diesem roten, lilanen Schuss trifft, sind wir weg. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, Leute, wir haben's. Oh, unsere Rüstung ist durch. Wahrscheinlich aber nur die auf dem Kopf. Es gab auch einen Metallhelm. Da hatten wir aber die Punkte nicht mehr für. Was haben wir hier jetzt noch? Seltenes Organ. Ein pulsierendes Herz, das von Pals gewonnen wird. Erzielt beim Händler einen guten Preis. Okay, das nur zum Verkaufen. Capsi-Fleisch. Normale Giftdrüse. Ah, wie cool, Leute. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. Aber war auf jeden Fall viel härter, als ich gedacht habe. Level, was hatten wir jetzt? Level 19, ne? Schon ordentlich, was die an Schaden machen. Ich glaube, die Höhlentiere sind alle stärker, die Dungeon-Tiere, als die, die auf der Karte rumlaufen. Und hier gibt es auch mal schön Belohnung. Zwei Schatzkisten, wie gut. Okay, Leute, Dungeons sind super. Wir müssen öfter Dungeons machen. Wenn wir welche sehen, immer rein. Was haben wir da? Schlaues Technikhandbuch und Rubin plus 1. Eistechnikfrucht, Eisberg, was macht das? Schlaues Technikhandbuch. Ein Buch mit technischen Tipps und Tricks. Benutze es um eine geringe Menge an... Ach, wie cool. Nehmen wir... Einmal Technologie. Was ist das hier? Bringe einem Pal damit Eisberg bei. Aha. Wie jetzt? Was kann... Bringe einem Pal damit Eisberg bei. Der kann das. Können wir das dem füttern hier? Azure hat eine neue Aktivfähigkeit gelernt. Das ist ja mal cool. Fähigkeiten können im Paar-Bildschirm getauscht werden. Super. Das ist ja cool. Man kann seinen Pals auch noch über bestimmte Sachen Eigenschaften geben. Besondere. Super. Das Spiel wird immer besser, Leute. Immer mehr Mechaniken, die richtig gut funktionieren. Die mir richtig gut gefallen. Schein oder... Au, au, au. Geht gleich schon wieder los hier. Kaum einen Fuß rausgesetzt. Geht gleich wieder los. Ach, guck mal. Der ist noch da jetzt. Können wir nochmal rein? Verschwindet in 8 Minuten. Wahrscheinlich ist es dann erledigt. Aber hat sich schon mal sehr, sehr gelohnt. Schade nur, dass wir jetzt, dass wir das mit dem
Samurai-Boss nicht geklappt hat. Autsch! Aber gut, den können wir dann beim nächsten Mal machen. Der läuft uns ja auch nicht weg, so wie uns nichts hier wegläuft. Wir laufen erstmal gerade lieber weg. Besser ist... Noch eine Broncherie! Aber nicht, wenn uns gerade die Vivans hier am Hintern hängen. Autsch! Abflug. Ich sage, ohne die Eisenrüstung hätten wir das nicht geschafft. Mit der normalen Stoffrüstung wären wir wahrscheinlich untergegangen jetzt hier. Zumindest gegen den Kelpsi, gegen den Höhlenboss. Ab zurück nach Hause. Zack. Super, Leute. Hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gelohnt. Reparieren wir gleich mal die Ausrüstung. Ja, unser Federhaarschmuck ist wieder kaputt. Dann da fehlt uns jetzt Metall. Die können wir gerade noch reparieren. Die muss... Ach, die kostet auch zum Reparieren dieses Mal Öl. Okay, da müssen wir ein paar mehr Marmorests holen. Metallbarren, die können wir auch gerade noch reparieren. Für die Rüstung reicht es nicht mehr. Aber gut, wir haben ja genug Erze, um nochmal Metall herzustellen. Lass mal gucken, was haben wir jetzt hier von Pals? Das ist auf jeden Fall von Pals. Eisdrüse haben wir hier vorne. Giftdrüse auch. Das auch, das auch. Das ist ganz vorne mit drin. Leder und Stoff. Halt Palsaft noch hier reingeschmissen. So, das ist was zum Essen. Das ist was zum Verkaufen. Das ist zum Verkaufen beim Händler. Das ist super wichtig für die Schießpulverherstellung. Schmeißen wir mal hier hinten mit dazu. So, zu der Holzkohle. Zack, Holzkohle, das und Schießpulver. Dann haben wir unsere seltenen Bauteile. Die können wir hier mal reinschmeißen. Hallo, seltene Bauteile. Schmeiß die da rein. Das nehmen wir mit ins kleine Dorf zum Verkaufen. Und das essen wir einfach selber mal kurz. So, wie cool, Leute. Lass uns gleich mal angucken, unseren Kelpsi-Boss hier. Und auch, guck mal, der ist wirklich, der, den wir mitgebracht haben, ist viel, viel größer als der Pinguin hier. Komm du mal kurz raus und... Wo ist denn jetzt der... Der... Da ist er. Hat auch das Boss-Symbol, das Elite-Symbol. Komm du auch mal kurz her, nur zum Gucken. Das ist ja cool mit den kleinen Dungeon-Bossen, dass das die normalen Pals sind, die dann nur etwas größer sind mit so, und etwas stärker auf jeden Fall. So, guck mal dich mal an. Ah, wie gut. Das ist auch ein super Pal, Kelpsi. Wenn dieser Pal im Team ist, wird der Angriff von allen Pals verstärkt. Ah, wie gut. Der ist super. Okay, und du. Ja, der ist ja doppelt so groß fast schon. Komm mal mit hier rein. Was hast denn du für Eigenschaften dann eigentlich? Panking. Okay, der hat aber auch alles auf zwei wie der andere. Also die sind beide gleich. Trotzdem ist das ja auch ein super Arbeiter. Die können wir eigentlich auch gleich reintun. Da können wir einen von den normalen, den kleinen können wir rausnehmen. Können wir den Fuak rausnehmen. Und dann kommst du hier rein. Den schmeißen wir erstmal wieder in die Palbox zurück. Und holen unsere Tierchen wieder raus. Hier, du kommst auf jeden Fall wieder mit raus. Und... Wen hatten wir noch dabei? Ach, hier genau, hier. Der ist auch super stark, Luke Moon. Sehr, sehr cool. Okay, ihr Lieben. Leider kein Kampf gegen den Samurai-Boss. Aber das werden wir noch machen. Die Rüstung gefällt mir so gut. Und die Muskete... Das werden wir in der nächsten Folge gleich angehen. Hätte ich das gewusst, dass das irgendwie alle Arenen blockiert, wenn man einen so einen Boss macht, dass dann erstmal, dass man nochmal warten muss, hätten wir auf jeden Fall den Panking nicht zuerst gemacht. Doch, guck mal auf, wie schön unsere Weizenfelder hier aussehen. Das passt schon. Ich glaube, die bleiben da stehen. Jetzt, wo ich sehe, würde ich sagen, die bleiben auf jeden Fall hier stehen. Vielleicht kommt die Mühle später noch woanders hin. Dann können wir hier noch vielleicht noch ein Beet daneben setzen. Und hinterm Haus können wir dann ja noch Tomaten- und Salatbeete machen. Oder so. Würde ich sagen. Hört sich ganz gut an. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.